Ich habe mal wieder etwas Pause und damit Zeit, hier an der Anlage weiterzuarbeiten. Meine letzte Arbeit hat darin bestanden, die Gleisabstände hier einzuzeichnen. Und jetzt werde ich die ersten Gleisabstände mit dem Lineal fixieren. Die Messpunkte liegen erfreulicherweise allesamt in einer Linie und damit richtig. Das ist für das hintere Gleis. Und jetzt könnte ich mir schon einen ersten Eindruck davon verschaffen, wie das wirken wird. Das hintere Gleis wird ja mit der Schwellenkante bündig angelegt. Und mir verbleibt dann für die eigentliche Landschaftsgestaltung, wenn ich so nennen will, etwa 15-16 cm. Und das reicht. Denn ich will einfach nur einen Hintergrund aus Bäumchen dahinsetzen. So, auch hier liegen alle Punkte erfreulicherweise in einer Linie. Mist. Da hat der Bleistift natürlich unbestreitbare Vorteile. Oder nimmt dieses Holz an der Stelle überhaupt keine Farbe an? So, damit geht es jetzt auf den nächsten Punkt oder auf die nächste Punktereihe. Und die letzte Punktereihe. Jetzt noch eine kurze Testmessung. 2, 10,3, 21,8, 30,1. Das haut hin. Und damit muss ich weitermachen. Weise setze ich jetzt die Messpunkte, kletter wieder auf den Stuhl und los geht's. 2, 10,3, 21,8 und 30,1. Zwei,
20, 10,3, 21,8, 30,1. Zwanzig, 10,3, 21,8, 30,1. Und dann kann das wieder angezeichnet werden. Die Kunst beim richtigen Anzeichnen ist es, rechtzeitig mit der Sicherungshand umzugreifen, damit dann das Lineal nicht verrutscht. Das letzte Stück. Damit kann ich mich an das nächste Stück machen. Bei 10,3, 21,8, 30,1, 2, 10,3, 21,8, 30,1. So, 10,3, 21,8, 30,1. Yep.
Das ist übrigens so eine Laminat-Naht-Lücke-Überbrückungsleiste, wie man sie in Türen verwendet oder wenn die Dehnungsfuge gelassen werden muss. Ist mir von irgendeinem Projekt noch übrig geblieben. Der nächste Umzug. Das Holz ist 13 mm Tischlerplatte. Und es liegt auf meinem Universalunterbau auf. Und so brauche ich nichts Stabileres als eben diese Tischlerplatte. Termine, Termine.